Wir mussten und müssen konstatieren, dass wir mit der Gesamtteilnehmerzahl nicht gerechnet haben. Das muss man ehrlicherweise jetzt sagen. Letzten Endes sind hier mehrere hundert Polizisten auf der Straße gewesen. Ja, es haben Teilnehmer der Versammlung der Bürgerbewegung Pro Chemnitz versucht und letzten Endes ist es ihnen auch gelungen, auf die andere Seite zu kommen und entsprechend bei den Gegendemonstranten zu stürmen und diese auch anzugreifen. Es ist oder war, waren auch Flaschenwürfe zu verzeichnen, auch Pyrotechnik, die von der einen auf die andere Seite geworfen wurde. Aktueller Stand ist der, dass wir zwei verletzte Versammlungsteilnehmer haben, wobei ich noch nicht sagen kann, auf welchen Seiten die zu verzeichnen sind.